Am Anfang eines Spiels steht die Charaktererstellung. Darin legen wir die Rolle fest, in die wir für den Rest des Spiels schlüpfen und mit denen wir auf Abenteuer begeben. Dementsprechend wichtig ist es, den passenden Charakter zu erstellen, was viel Zeit und teilweise auch viel Planung in Anspruch nehmen kann. Viele Leute möchten daher schon im Vorfeld wissen, was sie für Möglichkeiten haben werden. Man möchte schließlich nicht das Spiel starten und erstmal stundenlang im Editor festhängen. Man möchte ja endlich spielen. Glücklicherweise konnten wir schon einen ersten Blick auf die Charaktererstellung von Hogwarts Legacy werfen und haben somit ein ungefähres Bild, was wir für Möglichkeiten haben. Vor kurzem gab es eine Autodesk-Präsentation. Darin haben Entwickler Einblicke in die Pipelines gegeben und was sie als Hintergrund für das Spiel an technischen Entwicklungsmöglichkeiten haben und eingesetzt haben. Das Ganze war eigentlich nur so ein Insider-Event, was nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollte, aber natürlich wurden die Informationen und sogar das gesamte Video nur wenige Stunden später geleakt. Hätte man erwarten können. Eigentlich wollte ich auch dieses Video später machen, noch später, und habe daher hiermit gewartet. Der Community Manager von Hogwarts Legacy hat in einem Tweet nämlich verkündet, dass es bald neue und vor allem mehr Informationen geben soll. Doch das ist jetzt seit ungefähr einem Monat nicht passiert. Also schauen wir uns an, was es bereits gibt. Neben vielen anderen interessanten Aspekten der Spielentwicklung, wie beispielsweise Motion Capture, die sie hier eingesetzt haben, konnten wir auch einen Blick auf den Charaktereditor erhaschen. Man muss hierbei allerdings immer beachten, dieses Material war nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Es kann daher sein, dass es so nicht im Finalspiel aussehen wird. Was wir hier aber sehen konnten, glich dem vor einer ganzen Weile schon geleakten Video dazu. Damals tauchte nämlich ein angebliches Gameplay-Video von Hogwarts Legacy auf und darin war auch die Charaktererstellung kurz zu sehen. Und wie sich herausstellte, war das wohl echtes Gameplay, was damals geleakt wurde. Denn auch der Gameplay-Trailer wies unverkennbare Ähnlichkeiten auf und nun eben die Charaktererstellung. Ein User auf Reddit war so nett und hat Screenshots der einzelnen Schritte erstellt. Sein Name ist AndrewGames1. Er ist übrigens aus Hufflepuff, und den Link zum Post findet ihr in der Videobeschreibung. Die Screenshots könnt ihr aber auch hier sehen. Es gibt insgesamt 6 Tabs, 5 von denen sind bekannt und über einen können wir nur spekulieren. Aber anhand des Icons bekommt man schon einen ganz guten Eindruck, was es sein könnte. Der erste Tab, den man sieht, behandelt Presets. Ganz normal, wie in jedem anderen Charaktereditor auch. Man hat hier die Auswahl zwischen ein paar vorgefertigten Charakteren, wenn man sich nicht mit einzelnen Details aufhalten möchte, kann hier einfach einen auswählen und dann direkt ins Spiel starten. Wie man hier auch schon schön sehen kann, die Schuluniformen wird es auch in verschiedenen Variationen geben. Der zweite Tab befasst sich dann mit mehr Details, in dem Fall des Gesichts. Hier können wir zum Beispiel die Gesichtsform einstellen, hier können wir die Hautfarbe einstellen, also ja, weil mich das jemand in den Kommentaren gefragt hat, es wird einen Slider dazu geben, und aus irgendeinem Grund können wir hier die Brille wählen. Interessante Entscheidung, denn wir haben Augen noch nicht festgelegt, aber wir können hier schon mal eine Brille wählen. Gut, ist ja wichtig in Harry Potter. Der dritte Tab behandelt dann etwas weiter oben die Frisur. Hier können wir sowohl die Frisur selbst einstellen aus diversen Optionen und auch die Haarfarbe wird hier ausgewählt werden. Der vierte Tab behandelt dann, ich nenne es mal Merkmale. Hier können wir Dinge einstellen wie, ob der Charakter Sommersprossen hat oder auch Muttermale, ob Narben irgendwo vorhanden sind oder eben auch andere Auffälligkeiten innerhalb des Gesichts. Im fünften Tab kommen dann endlich die Augen zur Geltung. Die Brille haben wir zwar schon, aber jetzt können wir festlegen, wie die Augen dahinter aussehen. Augenfarbe, Augenbrauenfarbe, also separat einstellbar zur Haarfarbe, und auch die Augenbrauenform kann hier eingestellt werden. Zu guter Letzt haben wir noch einen sechsten Tab, der während der Autodesk-Präsentation nie angeklickt wurde. Daher können wir nur spekulieren, was dahinter sich verbergen könnte. Es stellt auf jeden Fall das Wappen von Hogwarts dar. Was das genau sein könnte, besprechen wir später noch, aber erstmal möchte ich ein paar allgemeine Gedanken zum Editor loswerden. Auffällig ist zunächst einmal, das sind alles Tabs, die das Gesicht betreffen. Wir haben keinen, der den Körperbau unserer Figur beeinflusst. Es ist also nicht möglich, beispielsweise einen dicken Charakter zu erstellen. Vielleicht liegt das am Fettwegzauber, aber zumindest nach dem, was wir hier in diesem immerhin nicht für die Öffentlichkeit gedachten Video sehen konnten, ist es nicht möglich, den Körper des Charakters zu verändern. Aber gut, mal ernsthaft. Warum gibt es nur so wenig Auswahl? Ich hätte mir weitere Dinge erwartet in einem Charaktereditor, die für mich essentiell sind. Ich bin kein großer Fan von Charaktereditoren, aber Dinge wie zum Beispiel Stimme oder auch Dinge, die im Harry Potter-Universum stattfinden, wie den Patronus, den Blutstatus, ob Reinblut, Muggel oder Halbblut beispielsweise, den Zauberstab vielleicht, eben alles Dinge, die in den Büchern eine wichtige Rolle spielen oder die eben sogar auf
Pottermore vorhanden sind. Heutzutage heißt es, glaube ich, Wizarding World, aber im Herzen heißt es immer noch Pottermore. Auf der Seite gibt es nämlich ein Quiz, über das man sein Haus bestimmt. So etwas fände ich sehr gut im Spiel. Wobei es durchaus Leute gibt, die ein bestimmtes Haus wollen und das nicht dem Zufall durch Fragen überlassen wollen, aber so ein Quiz wäre doch eine coole Idee, das einfach zu integrieren. Es ist doch dieselbe Marke, da muss es Möglichkeiten geben, das zu implementieren. Vielleicht ist das in dem sechsten Tab enthalten. Es fehlt ja auch noch etwas anderes, wie beispielsweise der Name des Charakters, also wird es auf jeden Fall noch mehr geben. Denn wir sehen hier sechs Tabs, aber es kann ja theoretisch sein, dass es auch noch mehr Tabs gibt. Es kann ja sein, dass man noch weiter nach rechts schalten kann. Aber wenn sich hinter dem sechsten Tab wirklich die Wahl des Hauses verbirgt, warum ist sie denn da? Also an dieser Stelle? Es ist für mich das Wahrscheinlichste, denn schließlich zeigt das Icon das Wappen von Hogwarts. Aber wir haben im Gameplay-Trailer schon gesehen, dass die Auswahlzeremonie im Spiel vorhanden ist. Ich hatte angenommen, dass wir erst unseren Charakter erstellen und anschließend in der Auswahlzeremonie, zu Beginn des Spiels, unser Haus wählen können. Oder eben mit einem Quiz sortiert werden. Nun sieht es aber so aus, als würde man direkt in der Charaktererstellung festlegen, wohin man möchte, und dann läuft die Cutscene trotzdem ab, aber ohne echte Auswahl. Das wirkt nicht ganz so richtig, dass bereits vorher festgelegt wird, in welches Haus man kommt. Das ist sicherlich keine große Sache, aber bei den sonst so nach außen getragenen Detailverliebtheit der Entwickler doch eine etwas merkwürdige Entscheidung. Aber wie gesagt, das Material ist nicht zu Promo-Zwecken gedacht. Es kann also durchaus noch mehr geben, muss es aber nicht. Es kann ebenfalls sein, dass die Entwickler sich hierdurch Feedback einholen wollen. Es wäre beileibe nicht das erste Mal, dass Entwickler etwas in Anführungsstrichen leaken oder zumindest so präsentieren, dass die Fans es sehen können. Einige Firmen nutzen diesen Weg ja sogar bewusst, um entweder Werbung zu machen oder eben Feedback zu bekommen. Spieler von Elder Scrolls Online wissen vielleicht noch, worauf ich anspiele. Grundsätzlich finde ich ja den Einblick in die Charaktererstellung schon mal gut. Sie ist nicht sonderlich umfangreich, muss man allerdings sagen. Mich stört das nicht, denn ich bin niemand, der stundenlang in der Charaktererstellung festhängt, zumindest bei den allermeisten Spielen. Es gibt Ausnahmen, aber meistens nicht. Und zumindest das Aussehen der Figur ist für mich erstmal nicht so entscheidend, solange das restliche Spiel gut ist. Daher finde ich diese abgespeckte Version erst einmal in Ordnung. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass einige Leute sich mehr versprochen haben. Es heißt ja von offizieller Seite, dass man sich seinen eigenen Charakter in der Welt erschaffen könne und dass, naja, man viele Optionen dafür hätte. Denn im bisher gezeigten spiegelt sich das leider noch nicht wieder. Das ist allerdings etwas, was mich persönlich nicht sonderlich stört. Was mich aber etwas stört, ist das Fehlen von wichtigen Elementen, beispielsweise Dinge, die in der Welt von Harry Potter eine Rolle spielen. Zauberstab, Patronus, Blutstatus, einfach der Name meines Charakters vielleicht. Kann sein, dass manche dieser Dinge vorgegeben sind. Es gibt ja durchaus Spekulationen, dass wir einen vorgefertigten Charakter in dieser Geschichte zumindest spielen, dass wir zum Beispiel der Erbe von Merlin sind, und dementsprechend macht es ja durchaus Sinn, dass ein paar der Dinge bereits vorgegeben sind. Kann also sein, dass es storytechnische Gründe hat, warum der Charaktereditor so aussieht, wie er aussieht. Wissen wir halt noch nicht. Da kann man aktuell nur spekulieren, denn wir haben wahrscheinlich nur einen Teil der Charakterstellung bisher gesehen. Aber besser einen kleinen Einblick als gar keinen Einblick. Und daher die Frage an euch: Was haltet ihr von der Charaktererstellung? Ist er für euch ausreichend oder hättet ihr euch etwas mehr Umfang gewünscht? Und was glaubt ihr vor allem, was verbirgt sich hinter dem letzten Icon? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.